Im heutigen Roblox Adopt Me Video traden wir das, naja, mittlerweile einigermaßen neue Red Squirrel. Seid gespannt, was wir für richtig coole Offer bekommen. Und vergesst natürlich nicht, den dicken, fetten Like da zu lassen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um zukünftig keine Videos und Verlosungen mehr von mir zu verpassen. Und jetzt hätte ich gesagt, geht's los mit dem Video. Ach so, und falls ihr einen Red Squirrel gewinnen wollt, dann macht mit bei meinem Gewinnspiel. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Roblox Adopt Me. Leute, ganz kurzer Disclaimer. Ich wurde letzte Woche an der Schilddrüse operiert. Sie wurde vollständig entfernt und deswegen ist meine Stimme noch ein bisschen rau und kratzig. Also bitte entschuldigt das. Ich versuche aber natürlich mein Bestes zu geben und normal zu sprechen. Heute sind wir auf einem öffentlichen Server und wir traden mit euch. Oder mit dir. Jawohl. Ich habe auf meinem Discord-Server gepostet, dass ich jetzt auf einen öffentlichen Server gehe. Und falls ihr auch dabei sein wollt, folgt mir auf Roblox. Mein Name ist Sandy Roll und joint meinem Discord-Server. Beides findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Dann habt ihr vielleicht das nächste Mal auch eine Chance, mit mir zu traden. Dann bin ich schon in der Mitte und warte jetzt, bis ein paar Rollies nachjoinen. Das ist übrigens mein Red Squirrel, den ich noch Neon machen muss. Sie heißt Wilma und sie ist einfach nur mega putzig. Seht ihr das? Jetzt ist sie eingeschlafen. Und dann kommt gerade schon der erste Trade rein. Ich habe noch 3 Newborn Squirrels, glaube ich zumindest. LXXY Brownie ist die erste und ich bin mir nicht sicher. Dafür habe ich leider kein Offer. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich trade nur Squirrels am heutigen Tag. Die nächste ist Ahilo. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig gesagt habe, Leute. Sie bietet einen Frosch und ein Cracked Egg. Einen Pinguin. Oh mein Gott, Leute. Das ist mega cool, oder? Sollen wir das Cracked Egg gleich aufmachen? Das machen wir. Das ist mega cool. Oh mein Gott, Leute, vielleicht kriege ich irgendwas Cooles. Oh mein Gott. Schreibt mir mal jetzt in die Kommentare, was glaubt ihr, was in meinem Cracked Egg ist? Irgendwas Cooles? Oh mein Gott, Leute, ich hoffe, da ist irgendwas richtig Cooles drin. Ich nehme leider keine Geschenke an, aber danke schön, dass du mir etwas schenken möchtest. Aber ich möchte keine Geschenke annehmen, denn meistens ist es dann so, dass die Leute das wieder bereuen. Und das ist dann, ja, das ist ein bisschen schwierig und nicht mein Ernst, oder? Ich habe noch keinen einzigen Trade gemacht und jetzt sind meine Trades schon eingefroren. Willi? Oh, ja, unexpectedly failed. Ja, moin. Das ist schade. Da hätte ich mich mega drüber gefreut. Jason Havoc und Jason Hawk 3, fast Havoc, bietet einen Ride Clownfish und eine Gingercat. Really? Oh mein Gott, das machen wir. Das ist so ein cool. Oh mein Gott, Leute, das ist so ein cooles Angebot, Jason. Vielen, vielen herzlichen Dank für dein cooles Angebot. Ich hoffe, dass der Trade jetzt durchgeht. Adopt Me hat so viele Probleme. Ich habe heute Morgen ein Video von Jeffo gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist ein englischsprachiger YouTuber. Und der hat gesagt, er hat schon mit Adopt Me darüber gesprochen und die versuchen, das Problem zu fixen. Denn jeder YouTuber, der öffentlich tradet, hat irgendwie diese Probleme. Es war successful! Yes! Oh mein Gott, mega, mega cool. Wir gucken mal, ob wir einen weiteren Trade bekommen. Ja, bekommen wir. Wir rennen wieder. Lya Cheesy ist die nächste. Und wo ist mein Squirrel? Wo ist denn jetzt mein Squirrel? Wartet bitte. So, jetzt wartet mal ganz kurz hier. Hier sind die Newborns. Oh, Lya bietet ein Ride Capybara. Oh mein Gott, Leute, das ist richtig cool. Und das ist sogar full grown. Oh mein Gott, das machen wir. Das ist mega cool. Der Capybara ist zwar nur uncommon, Leute, aber den gibt es halt schon ganz lang nicht mehr. Wenn mich nicht alles täuscht, war der im Jungle Egg. Und die Lya überlegt aber jetzt noch. Ein paar Sekunden später. Ich glaube, die Lya, die möchte nicht traden. Von daher deklinieren wir einfach den Trade und habe ich aber lange gebraucht, bis ich den Trade angenommen habe. Und versuchen nochmal den gleichen Trade mit Ahilo zu machen. Denn Leute, der ist ja gerade gefailed. Und ich hoffe, dass er jetzt klappt. Bitte. Warum steht denn eigentlich die Monika da so ganz alleine, die Arme, Alter? Warum steht denn die da so alleine rum? Für dich, Sandy. Was ist für mich, bitte? Und sie sieht halt so cool aus. Guckt mal sie an. Sie sieht so extrem cool aus. Sie ist ein freaking Zombie. Das feiere ich richtig krass. Sie bräuchte auch noch so ein Bat-Dragon oder irgendwie sowas. Und was ist mit diesem Trade, Leute? Warum hasst mich dieser Trade?
Kann mir das mal bitte irgendjemand erklären? It was successful. Ja! Sehr, sehr gut. Okay, wir bleiben mal ganz kurz stehen, bis wir wieder einen Trade bekommen und dann rennen wir wieder. Falls ihr euch fragt, warum ich das mache, meine Trades frieren sonst immer ein. Sally Melly bietet 2, 3... Was? Oh mein Gott, hör auf zu adden, es reicht schon. Bitte. Bitte, nein, es reicht schon. Oh, um Gottes Willen. Oh mein Gott, 3 Snowmans, eine Biene und einen Dingo. Als ob. Nein, 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 hör bitte auf zu adden, es reicht schon. Bitte. Bitte, bitte, warte doch. Ich meine, schnell. Oh mein Gott, Leute. Das war jetzt, also, ne, schnell klicken, bevor sie noch mehr Sachen edit, Leute. Schnell. Oh, da ist ein kleines Unicorn, seht ihr es? Es ist so putzig. Ich liebe kleine Unicorns. Ich krieg mega, mega selten Unicorns angeboten. Also mega, mega selten. Sel, Melly, Emmy, vielen Dank für deinen absolut krassen Trade. Lia, probiert's nochmal. Wartet mal bitte ganz kurz. Wir brauchen ein neues Squirrel-Pet. Denn Wilma wollen wir natürlich nicht traden, denn Wilma ist nämlich fast ready to go. Jetzt wartet mal hier, Newborn. Ich muss nämlich aufpassen, dass ich Wilma nicht wegtrade, Leute, weil sie ist schon post-teen. Lia bietet einen Emu und eine Biene, das machen wir. Das ist in Ordnung, Leute. Ich habe es gar nicht dazu gesagt, aber ihr habt es ja gerade schon gesehen. Das Squirrel Pet ist für immer im Spiel und kostet 200 Robux, genauso wie die Biene. Und sie hat eben noch ein Emu geaddet, dass es ein bisschen fairer ist, denn das Squirrel ist ja neu und die Biene ist... Uralt ist jetzt auch zu viel gesagt, aber ich hätte gesagt, das ist ein cooler Trade, denn ihr wisst alle, ich liebe Emus. Und im Video von gestern, für mich heute, für euch gestern, habe ich auch einen Emu gezogen. Also falls ihr das Video verpasst habt, dann checkt es unbedingt aus. Ich verlinke es euch einfach mal im i und lasst ja sehr gerne einen Like da, auch gerne auf dieses Video, wenn ihr Lust habt. Und es ist nicht mein Ernst. Trade was successful. Oh mein Gott, Leute. Ich habe jetzt Real Talk gedacht, dass wir jetzt schon wieder Probleme bekommen. Sandy, trade mich bitte an. Sissy. Das Problem ist, wo ist denn die Sissy? Hier rennt sie. Eine Minute, 37 Sekunden später. Ja, Sissy, ja. Sissy hat es eher geschafft, bevor ich hier 5 Jahre versuche, sie anzutraden. Was? Sissy bietet eine Snow Owl und einen T-Rex. Haben wir noch irgendwie, haben wir noch irgendwas? Wartet mal ganz kurz. Nee, wir nehmen 2. Wir bieten jetzt 2 Squirrels, also quasi ein Squirrel für jedes Pet, weil ansonsten wäre das mega, mega unfair, Leute. Ich finde immer cool, wenn ich under bin und einen coolen Trade mache, aber nicht auf Kosten meiner Zuschauer. Ich glaube, sie ist trotzdem ein bisschen over, ehrlich gesagt. Aber, Sissy fragt, ob ich eine Riot Potion habe. Ich habe keine, aber ich kann eine kaufen. Warte bitte. Ich bin lost. Warte. Bye now. Okay, dann packen wir... jetzt kann ich... Jetzt wartet mal, wie kann ich denn jetzt noch was hinzufügen? Hallo? Nein, bitte nicht, kann ich jetzt nichts mehr hinzufügen? Nein, warum hat sie da jetzt... Ach Mann, ich hätte noch eine Ride Potion, ich... Leute, von heute, jetzt habe ich extra eine Ride Potion gekauft, Sissy. Danke für deinen krassen Trade. Dein Trade ist der krasseste. Ein paar Sekunden später. Wenn er jetzt failt, dann machen wir das nochmal und ich gebe dir noch eine Ride Potion obendrauf, liebe Sissy. Guck mal, ich habe sie sogar in der Hand. Und das kleine Squirrel rennt mir hinterher und sagt, hey, könnte ich eine haben, bitte? Könnte ich bitte? Okay, also meine Trades sind unexpectedly failed. Okay, wo ist die Sissy? Sissy, trade mich bitte nochmal an. Sissy, komm bitte her. Nicht. Nein, 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 nicht. Nein, Sissy. Sissy, bitte. Ich schaff's. Warte. Wo ist denn? Da ist er. Ah, nein, jetzt habe ich sie declined. Was ist denn mit mir? Ja. Okay. So, jetzt schaffen wir es, Leute, von heute. So, jetzt kriegt sie noch eine Ride Potion. Wartet bitte. Ride Potion. So. Ich habe ihr versprochen, dass wenn der Trade failt, dass ich hier noch eine Ride Potion oben drauf gebe. Das mache ich. Das ist nämlich eine coole Sache, Leute. Alle beiden Pets sind legendary und sind nicht mehr zu kaufen. Und von daher ist es wirklich fair. Somit hat sie jetzt 2 Squirrels. Einen kann sie theoretisch wegtraden und den anderen kann sie Riot machen und ihn hochziehen. Oder wie auch immer sie machen möchte. Ich wünsche dir mega krass viel Spaß, Sissy. Das war ein cooler Trade. Oder schreib mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare,
war es ein cooler Trade. Und Ahilo tradet mich die ganze Zeit an, aber ich möchte mit vielen verschiedenen Rollies traden. Deswegen nehme ich öfter auch mal dann Trade-Anfragen nicht mehr an, denn Ahilo hat ja bereits mit mir getradet. Wir gucken jetzt mal ganz kurz. Wir haben kein einziges kleines Squirrelchen mehr. Das heißt, wir gucken, wir nehmen noch einen weiteren Trade an, wenn die Trades jetzt nicht broken sind. Da, hier, okay. Nanny Helen. Schwupp. Oh mein Gott, sie bietet eine Ride Golden Ladybug. Das ist, oh mein Gott, Nanny. Das ist mega cool, das Mindest machen wir. Das ist so ein cooler Trade. Oh mein Gott, Leute, also ich kann natürlich jetzt nicht beurteilen, ob man immer so coole Trades bekommt, aber ich hätte gesagt, ich habe richtig, richtig coole Trades bekommen. Aber Leute, es wundert mich absolut nicht, denn das Squirrel Pet ist einfach so unfassbar putzig und ich muss ehrlich sagen, ich lieb's mega krass. Oder? Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare. Jetzt kriege ich weiter. Trade-Trick, wollten wir noch mal einen? Komm, einen machen wir noch. Ach, Leute, ist immer so schwierig aufzuhören, ich weiß. Oh mein Gott, ist auch ein cooler Trade. Ein Clownfish und ein Dolphin. Also ein Ultra Rare und ein Uncommon. Aber ich habe gerade einen White Clownfish bekommen. Deswegen bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich den Trade annehmen möchte. Er kostet ja doch Robux. Und von daher... Oh, jetzt hat er den Clownfish auch noch weggenommen. Das ist es dann definitiv nicht wert. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, ein Lamm. Oh mein Gott, dein kleines Lamm. Jetzt wartet mal, können wir ihr noch was... Ich... Okay, sie wollte... Ich wollte ihr eigentlich noch was reinpacken, aber sie wollte nicht. Es ist nicht so schlimm. Giga bietet ein Hoverboard. Ich habe, glaube ich, zwei Hoverboards. Wartet mal bitte. Ich habe... Habe ich zwei? Eins? Ich habe nur noch ein Hoverboard. Why? Ich hatte mal zwei. Ich habe keine Ahnung, wo das zweite Hoverboard hin ist. Ich habe aber schon Hoverboard und die sind mega schwer zu traden. Von daher muss ich sagen, es tut mir leid. Da warte ich dann doch lieber auf ein gutes Offer, denn wir haben jetzt so krasse Offer bekommen, Leute, oder? Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, waren die Offer gut? Also ich finde, die waren legendär. Kannst du mich grüßen? Diona, ich grüße dich. Link bietet zwei Fossil Eggs und einen Clownfish. Wie gesagt, Leute, ich glaube, gerade eben habe ich einfach bessere Offer bekommen. Von daher schauen wir einfach nur mal ganz kurz. Ich möchte jetzt nur noch ein einziges Squirrel traden. Traden vor allen Dingen. Was ist denn mit mir? Heute ist Englisch nicht am Start, Leute. Von daher bin ich jetzt ein bisschen picky, welchen Trade ich noch annehme. Denn das Problem ist, oh mein Gott, ein Ride Croc. Wartet, ich kaufe mal ganz kurz noch eine Ride Potion. Ich habe keine Ahnung, ob derjenige den Trade machen möchte. Aber, also wenn Cookie Queen den Trade machen möchte, dann fände ich das, also du, kannst du adden, habe ich gerade. Möchte sie ein weiteres? Ja, die Crocs sind cool. Sollen wir ihr noch einen, wollen wir ihr noch eine, nicht Fleisch, wir bieten noch ein weiteres Squirrel. Dann ist aber Schluss. Ein weiteres Squirrel. Okay, wir bieten zwei Squirrels und eine Ride Potion. Falls ihr euch gerade fragt, warum ich nicht mehr biete, ich habe schon Fly Ride. Und deswegen, ja, ist das jetzt in Ordnung für mich? Das sind 2, 4, 550 Robux, sind um die 5,50 Euro. Mehr möchte ich aber dann tatsächlich auch nicht hergeben, weil ich eben schon einen Fly Ride habe. Ich overpay immer, wenn ich ein Pet nicht habe. Aber wenn ich den Pet schon habe, dann muss es nicht unbedingt sein. Von daher, ja, dann deklinen wir einfach. Ist nicht so schlimm. Wartet. Das ist komisch, dass man mittlerweile nicht mehr auf Pets drücken kann. Diona bietet einen Ride Dodo. Wartet mal ganz kurz. Dann kriegen wir unsere... Oh, jetzt hat sie den Dodo rausgemacht. Okay. Einen Ride Snowman nehmen wir. Oh mein Gott, und eine kleine süße Red. Das ist so süß. Oh mein Gott, das wäre definitiv ein Trade, den ich annehmen würde. Das ist mega putzig. Nein, nein, ich möchte keinen Luna-Ochsen. Bitte nicht. Bitte keinen Luna-Ochsen. Okay, also quasi geschenkt. Diona hat mir quasi noch einen Luna-Ochsen drauf geschenkt. Das ist doch ein cooler Trade, Leute, oder? Hat jetzt ein bisschen gedauert, bis ich noch einen Trade gefunden habe, den ich gerne annehmen möchte. Aber ich hätte gesagt, das ist ein richtig cooler Trade, oder? Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, wie fandet ihr die Trades, die wir heute gemacht haben? Ich bin extremst zufrieden. Das ist mega. Ich bin ein größter Fan. Oh, dickes Bussi geht raus an dich. Der Trade war successful. So, wir declinen mal ganz kurz. Nein, nein, nicht. No, no, no one, um Gottes Willen. No one. Ich habe immer noch eine Ride Potion in der Hand.
Ich pack die einfach mal weg. Und wo ist eigentlich Wilma? Wilma! Wilma, wo bist du? Da ist meine kleine Wilma. Wilma, kommst du bitte? Du kleines Mäuschen. Bist du bereit, bald Neon zu werden? Klar, Mama, ich freue mich voll. Das freut mich. Sie freut sich voll. Boah, Leute, und ich freue mich mega, dass so viele von euch heute gekommen sind, obwohl ich so viele Tage Pause gemacht habe. Guckt mal, so viele Rollies auf einem Haufen. Ich habe euch alle mega, mega doll lieb. Lasst sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, obwohl meine Stimme nicht perfekt ist. Aber das dauert leider noch ein paar Wochen, bis sie komplett wieder hergestellt ist. Ich danke euch, wie gesagt, vielmals fürs Zuschauen. Dickes Bussi geht raus an euch alle und bis zum nächsten Mal. Servus!